Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil über die SA342 Gazelle hier in DCS. Heute kümmern wir uns um alle nötigen Keybinds und Achsenzuordnungen, die wir für unseren ersten Start brauchen, und gehen durch das Startup Procedure. Viel Spaß! Ja, als allererstes gehen wir in die Steuerungseinstellungen und da dann auf Achse und weisen unseren Kollektivhebel zu. Ich benutze einen Thrustmaster Warthog zum Fliegen. Ihr könnt das Ganze aber auch mit jedem anderen Joystick machen, den es auf dem Markt gibt. Fangen wir mit unserem Kollektivhebel an, den wir brauchen. Ich habe den auf dem rechten Schubhebel meines Warthogs liegen. Dann gehen wir runter und assignen uns den Fuel Flow Lever, der liegt auf dem linken Schubhebel. Ich würde euch wirklich empfehlen, legt euch den Fuel Flow Lever auf eine Achse. Gehen wir hoch, dann brauchen wir noch die zyklische Nick- und Rollsteuerung. Die habe ich natürlich auf meinem Joystick liegen, also einmal auf der Y- und einmal auf der X-Achse. Wenn ihr jetzt schon dabei seid, könnt ihr euch auch gleich auf dem Warthog den TDC belegen. Den brauchen wir später in der MGA-Zelle, wenn wir die Waffen benutzen wollen. Also auch hier Slew, Left, Right, Up, Down gerne schon mal auf den TDC belegen. Das war's auch schon. Wir können alles andere per Maus machen. Wir brauchen also hier erstmal keine weiteren Keybinds. Einmal auf OK geklickt und schon geht's weiter. So, bevor wir jetzt loslegen und den Hubschrauber anmachen, möchte ich euch noch sagen, ich verwende keine offiziellen Verfahren. Ich habe quasi ein eigenes Verfahren für mich entworfen, wie ich das Ganze mache. Ich benutze auch keine Checklisten. Das Ganze hier soll ja ein Quick-Start-Guide sein. Deswegen, bitte nagelt mich nicht fest. Es sind keine festgeschriebenen Verfahren. Ich zeige euch einfach nur, wie ihr den Hubschrauber anbekommt. Jetzt geht's aber los. So, bevor wir jetzt irgendwelche Schalter betätigen, müssen wir erstmal nach links gucken. Auf der linken Seite befindet sich unsere Rotor Brake. Das ist dieser ganz lange Hebel mit dem roten Ende, wo Rotor drauf steht. Und es gibt zwei Möglichkeiten, den zu releasen. Wir können einmal ihn einfach nur antippen und dann seht ihr, wandert der ganz, ganz langsam nach oben. Mir dauert es zu lange, deswegen schiebe ich ihn einfach manuell ganz nach oben. Wichtig ist nur, dass die Rotorbremse gelöst ist, bevor ihr irgendwas mit dem Triebwerk macht. So. Als nächstes können wir dann unsere Batterie, den Alternator und den Generator anschalten. Ich warte dann immer, bis mir 26 Volt angezeigt werden, beziehungsweise der Zeiger im grünen Bereich ist. Das ist er jetzt. Und was ich jetzt als erstes mache, ich mache meine Funkgeräte an. Je nach Mission muss man eben Startup requesten oder ich höre erstmal auf die Frequenz. Macht es gerade Sinn, überhaupt den Hubschrauber schon zu starten? Deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, nach der Batterie direkt die Funkgeräte anzumachen. Und wie gesagt, dann kommt es einfach auf die Mission an, die ihr jetzt eben gerade fliegt. Ja, als nächstes wollen wir unser rotes Antikollisionslicht anmachen, wenn wir nach draußen gehen. Das ist das große Lämpchen da am Heck, damit jeder um den Hubschrauber sieht, okay, die wollen jetzt ihr Triebwerk starten. Gut, dann gehen wir als nächstes nach oben und checken, dass der Fuel Flow Lever wirklich komplett hinten ist. Also er muss in der Leerlaufposition sein. Ich habe das ja auf einer Achse. Ich schiebe die Achse jetzt ganz nach hinten, damit ich sicherstelle, dass die wirklich im Leerlauf ist. Das ist wichtig. Als nächstes gehen wir runter und schalten unsere Fuel Pump an. Und dann warten wir 30 Sekunden. Ich starte hier die Stoppuhr. Und nach 30 Sekunden ist genug Sprit in den Leitungen, dass wir auch den Starter betätigen können. Das mache ich jetzt. Einfach auf On schalten und wir sehen Start, Idle. Und auf dem Instrument unten sehen wir, dass der äußere, der lange, die lange Nadel anfängt hochzulaufen. Also die Turbine RPM, die Triebwerksdrehzahl, steigt jetzt. Wir sehen auch, der Rotor dreht sich noch nicht. Der steht immer noch auf 0 und wenn wir jetzt mal nach draußen gucken und mal ein Rotorblatt suchen, da sehen wir eins, sehen wir auch, das stimmt, der Rotor steht tatsächlich still. So, jetzt hat sich das Triebwerk bei 2500 Umdrehungen eingependelt und was ich jetzt machen möchte, ist, den Rotor mit dem Triebwerk zu synchronisieren. Das heißt, ich gucke jetzt nach oben auf meinen Fuel Flow Lever und schiebe den ganz, ganz vorsichtig. Und ihr seht, ich mache das wirklich mit Bedacht ganz, ganz vorsichtig nach vorne und zwar so lange,
bis der Rotor anfängt, sich zu drehen und nicht weiter. Also ihr schiebt ihn so weit vor, bis ihr seht, der Rotor fängt an, sich zu bewegen. Das ist jetzt. Ich lasse den Fuel Flow Lever wieder los und warte jetzt, bis sich die Rotordrehzahl mit der Turbinendrehzahl synchronisiert hat. Wir sehen also, sie sollten sich beide etwa bei 3000 Umdrehungen einpendeln. Sobald das geschehen ist, können wir den Fuel Flow Lever, ich sag's nochmal, wirklich langsam weiter nach vorne schieben, sodass beide Nadeln parallel anfangen hochzulaufen. Macht das wirklich nicht zu schnell, ansonsten geht euch das Triebwerk und der Rotor kaputt. Also langsam nach vorne schieben, bis ihr ganz vorne seid. Und wenn ihr ganz vorne seid, sollten sich diese beiden Nadeln zwischen den beiden roten Strichen einpendeln. Jetzt ist mein Tracker gesprungen. Und ihr seht, die sind in diesem Arc drin, also wunderbar. Triebwerk und Rotor synchronisiert und der Hubschrauber ist an. So, Tracker geht aus und wir haben bereits Strom auf der Maschine, weil Alternator und Generator ja schon an sind. Ja, das war eigentlich schon das ganze Geheimnis. So, wir fangen links oben an, schalten unseren AWA an, dann gehen wir runter und alignen unsere Gyros. Das dauert, wie gesagt, etwa eine Minute. Deswegen können wir das jetzt ruhig schon starten. Wir pendeln unseren Artificial Horizon ein. Einfach linke Maus auf diesem Knob gedrückt halten, bis der Artificial Horizon steady steht. Und bei eurem Standby Attitude Indicator müsst ihr mit links den Knopf ziehen und dann mit dem Mausrad diese Elevation Bars auf die Mitte setzen, damit dieser uncaged ist. So, als nächstes gehen wir dann rechts nach unten und schalten unsere Magnetic Brake ein. Die brauchen wir später, um den Hubschrauber vernünftig trimmen zu können. Und dann werfen wir mal einen Blick auf unsere Mittelkonsole. Und ich sehe gerade, das Countermeasure Panel habe ich schon angemacht. Das wäre jetzt auch der nächste Schritt, also wir würden das auf Fast stellen und auf Single, das ist immer so die Einstellung, die ich benutze, und wir müssen dieses Flipcover am Collective aufmachen, damit die auch funktionieren. Das könnt ihr allerdings auch später machen, wenn ihr erst vom Airport in die AO fliegen wollt, aber ich mache es immer beim Startup direkt mit an. Als nächstes das Nadir, auch da wollen wir nicht zu detailliert drauf eingehen, das kommt später, aber wir müssen es auf Ground stellen, damit sich das Nadir alignt. Jetzt sehen wir da drei Warnungen, Error, Air und Nav. Und auch da, ich weiß leider nicht genau, wie lange das Alignment dauert, aber wir müssen eben warten, bis sich das System ausgerichtet hat. So, werfen wir noch mal einen Blick nach oben und ich sehe gerade, ah super, unsere Gyros sind schon aligned. Wie gesagt, das dauert eine Minute, die stehen bereits auf On, das heißt, wir können den Autopilot einschalten. Und wir sehen schön links oben auf dem Enunciator Panel, wenn wir das machen, geht die Warnlampe aus. Den Autopilot an und alle drei Kanäle an, das brauchen wir später, damit der Autopilot sauber funktioniert. Und wir sehen auch, diese Nadeln wandern in die Mitte, wenn ich das nochmal ausmache. Und wenn diese Nadeln alle in der Mitte sind, wissen wir, okay, das System ist aligned. So, zum Nadir, wir sehen immer noch Error und Nav. Oben auf dem HSI sehen wir auch noch die roten Flaggen. Wir müssen also warten, bis die roten Flaggen und unten das Error weg sind. Gehen wir rüber zum nächsten Instrument, zu unserem Radio Altimeter. Wir müssen den links unten anschalten mit dem Mausrad, einfach mal drehen, bis die Off-Flag weg ist. Und rechts oben können wir uns jetzt noch eine Höhe setzen, und zwar wann uns eine Low Altitude Warning angezeigt werden soll. Ich stelle das jetzt mal auf 50 Meter und sobald der Hubschrauber unter 50 Meter ist, wird diese rote Lampe angehen und mich warnen. Falls euch diese rote Lampe stört, könnt ihr sie auch einfach, also den Pfeil auf 0 stellen und dann bleibt die Lampe auch aus. Ist aber sehr nützlich, ich lasse ihn jetzt mal für unser Video auf 50 Meter. Und die Flaggen auf dem HSI und dem Nadir sind verschwunden. Das System ist aligned. Jetzt sehen wir oben noch die Warnung Pito. Wir können jetzt die Pito-Heizung anschalten, damit die Warnung weggeht, auch wenn wir das bei dem Wetter hier jetzt eigentlich nicht brauchen. Aber wir schalten es einfach mal an. Die Warnung geht weg. Wir können nochmal testen. Super, alle Warnungen sind weg. Wunderbar. So, gucken wir nochmal. Ja, die Trimmung müssen wir natürlich mit anschalten. Die gehört eigentlich zum Magnetic Brake. Die habe ich vergessen. Die ist jetzt auch an. Und ich würde fast sagen, Track IR, Vorsicht,
Ich gucke nochmal, ob wir irgendwas vergessen haben. Aber ich glaube, ja, wir sind good to go. So eine Sache, die ich in Teil 1 vergessen habe, ist tatsächlich hier oben diese zwei Schalter. Wiper ist klar, das ist der Scheibenwischer. Den können wir auf Low, auf 0 für Aus oder auf High stellen. Also können ja mal gucken. Wenn ich den auf Low schalte, ist er halt eben langsam. Und auf High ist er etwas schneller und auf 0 ist er eben aus. So, der nächste Knopf zeigt uns sogenannte Bars an, also quasi, es ist ähnlich wie ein Flight Director auf unserem künstlichen Horizont. Wir haben da drei Modi, der erste wäre Cam und wenn wir auf Cam schalten, dann helfen uns diese Bars, unseren Hubschrauber, an unserem Zieloptiksystem, das wir oben auf dem Dach haben, auszurichten. Das heißt, wenn das in irgendeine Richtung guckt, hilft mir diese Bar, den Hubschrauber eben auch in diese Richtung auszurichten. Ja, dasselbe ist auch mit ADF. Da hilft es uns eben, uns an einer Bodenfunkstation auszurichten. Habe ich noch nie benutzt, werden wir hier im Tutorial probieren. Und das nächste ist Waypoint. Waypoint ist eigentlich für einen Nadir-Waypoint gedacht. Allerdings benutze ich Waypoint und ich glaube auch alle anderen, um einen Hover zu finden. Das heißt, jetzt sind beide Nadeln in der Mitte und die helfen mir im Flug rauszufinden, ob ich eben mit dem Hubschrauber auf einer fixen Position in einem Hover bin oder ob ich mich zu irgendeiner Seite bewege. Sprich, steht die Nadel oben, muss ich schneller werden oder nach vorne nicken, steht sie unten, muss ich nach hinten und so weiter. Das sieht man aber, glaube ich, einfach am besten, wenn man es einfach mal ausprobiert. So, bevor wir jetzt loslegen, müssen wir natürlich noch unsere Türen schließen mit Rechtssteuerung und C. Das könnt ihr natürlich auch schon früher machen. Und dann würde ich sagen, wenn ich so durchs Cockpit gucke, wir sind abflugbereit. Was ihr jetzt natürlich braucht, ist euer Joystick oder Cyclic. Dann braucht ihr euren Collective, den wir uns ja vorhin schon belegt haben da unten. Und wir brauchen unsere Pedale an den Füßen. Gut. So, beim Start braucht die Gazelle immer etwas rechtes Seitenruder nächstes Mal oder rechtes Anti-Torque-Pedal. Das liegt an dem Heckrotor. Je nach Hubschrauber muss man da beim Takeoff rechts oder links reintreten. Bei der Gazelle ist es eben rechts. Das hängt davon ab, auf welcher Seite der Heckrotor ist. Ihr könnt auch links unten meine Controls sehen. Ich habe sie euch eingeblendet. Das ist der Cyclic, das sind die Ruder und dann natürlich auch der Collective. Damit könnt ihr genau nachvollziehen, welche Steuereingaben ich denn gerade mache. Auch die Nadeln auf dem ADI können euch natürlich helfen, den Hover zu halten. Also, wir geben jetzt mal etwas Collective, bis der Hubschrauber abhebt. Ich gebe gleich etwas rechtes Ruder und dann geht das auch recht fix. Und zack, sind wir in der Luft, gleich der Vorwärtsbewegung etwas gegensteuern. Und jetzt versuche ich erstmal den Hover zu halten. Ich benutze dafür vorne das Schild, wo A drauf steht. Ich gucke da also drauf und versuche mich rein visuell, auf der Stelle zu halten. Das ist gar nicht so einfach, das erfordert auch etwas Übung. Ihr seht jetzt auch links unten, der Collective ist auf einer bestimmten Position und ihr seht, ich gebe permanent rechtes Ruder. Wenn ich das jetzt mal lasse und wir ohne das Anti-Torque-Pedal quasi abheben, das kann ich euch ja einfach mal hier kurz zeigen, dann fängt der Hubschrauber nämlich an, sich nach links zu drehen. Also so ist es jetzt, wenn ihr die Ruder neutral haltet. Also denkt dran, beim Start direkt etwas rechtes Ruder. So, der Hubschrauber bewegt sich jetzt auch schon leicht nach vorne und wir sehen, wie die horizontale Linie auf dem ADI nach hinten geht und mir damit signalisiert, hey, wenn du hovern möchtest, musst du langsamer werden, also die Nase hochnehmen und das wollen wir jetzt auch gerade mal einfach hier tun. Und ihr seht, wenn ich langsamer werde, muss ich auch wieder etwas Collective geben und etwas mehr rechtes Ruder, aber die horizontale Linie wandert wieder hoch und solange wir die in der Mitte halten, so wie jetzt, ist unser Hubschrauber auch mehr oder weniger statisch. So, das soll es dann aber auch für diesen Part gewesen sein. Wir haben den Startup gemacht, wir haben den Hover schon etwas geübt. Ich versuche jetzt noch den Hubschrauber hier zu landen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.